Was war da gerade mit Ship Fuel Critical? Was? Hier schon wieder. Ship Fuel, was, wenn ich alle Taschen gleichzeitig drücke? Ich bitte. Hallo, eine Stunde ist schon nicht kritisch. Aber wahrscheinlich, weil wir so sparsam gebaut haben damals. Und ihr kennt ja, was ich mit sparsam meine, die Triebwerke. Wirklich nur sehr wenige, minimal. Ja, schon eine Stunde Treibstoff, vielleicht noch irgendwie so 2% Batterie oder so, ich weiß es nicht, ne? Kann man ja echt krammer spaßeshalber schauen. So, 50 Meter, das reicht. Runter, runter, Ship Fuel, jawohl. So, lande hier mal. Wow. Was ist hier los? Ship Fuel Critical, das ging ja echt aus. Was? Boah, da haben wir jetzt aber echt Schwein gehabt, ey. Die letzten Meter, wo wir auf dem Boden waren, ja, wahrscheinlich nur ein oder zwei Meter, sind wir voll nach unten geknallt, ne? Boah, wir haben eine Beule reingezogen. Wir haben eine Delle. Nein! Jetzt klemme ich wieder fest, oder was? Schaden am Schiff! Oh, nee, komm. Lass mich raus hier. Aber warum? Ich habe nichts Abgebrochenes oder so, ne? Na gut, eine Beule ist jetzt nicht so schlimm. Wir waren auch nicht so hoch. Also durfte eigentlich gar nicht so viel passieren. Aber trotzdem, Alter, der hat doch nur eine Stunde oder 10 Stunden angezeigt. Und ich Idiot hämmer noch mit Absicht wie wild auf allen Taschen rum. Und sagt zu euch so, naja, schaut mal, schon ganz klar, ne? Falsche Anzeige. Pipapo. Ah, was ist denn da los? Batterie. Wow. Der zeigt eine Stunde an und war. Alter. Gottes Willen, also, ne. Soll ich wieder lästern anfangen? Im Clean Software House? Danke für die exakte Berechnung. Mit Anzeige. Es ist ein Träumchen. So weh, das Ding explodiert ist, wenn ich dem zu nahe komme. Wo ist der Knopf? Button Panel. Ja, muss ich. Ach, Alter, muss ich den auch noch bauen oder was? Will ich hier einen Computer? Ja, danke schön. Was? Mein Gebruttel und Gestammel. Es geht wieder los. So. Habe ich hier noch einen Computer zufällig? Ja, jede Menge. So. Ich habe das ganze Material in allen Cockpits verstreut. Ich bin so ein Missy. So. Mach das Ding jetzt fertig. Nee, funktioniert, das reicht mir. So. Hallo? Worum geht es jetzt nicht? Es ist funktional. Ach, Alter. Ich habe alles da. Ich habe alles dabei, was das Herz begehrt. Ich bin vorbereitet. Oder auch nicht. Aber der geht nicht. Oh, Scheißding. Was soll das? Warum gehst du nicht? Ich hab schon gedacht, das Teil stürzt ab. Wegen dem Speed-Mode mit 300 Meter pro Sekunde da. Wir schieben es einfach mal. Eishockey! So, los geht's. Ja, mit dem Jetpack kriegt man schneller. Nee, das geht natürlich nicht. Wenn er läuft, kann er es wegschieben. Aber mit dem Jetpack, nee, das geht. Das ist schon klar. Ich sage einfach nichts dazu. So, wir kriegen also nichts hier. Na gut, dann. Dann tobe ich mich mal aus, ne? Wenn wir nichts kriegen, dann bin ich frustriert. So. Schon nochmal.
Ah, da ist auch nochmal ein Panel-Button. Hallo, einmal umdrehen. Kipp jetzt endlich um. So. Jetzt aber Button, Button. Ah. You got a new item, Cowhelm. Yay. Yay. Das wollte ich schon immer haben. So, was wir aber machen können, genau, so, ich soll es auch wahrscheinlich sagen, ne? Wir werden einen kleinen Reaktor anbringen an unserer lieben Aletheia, damit unser Flugzeug bald überfliegen kann und die Batterie aufgetankt ist. Was haben wir hier? Enhancement Drill. Moment. Enhancement Grinder, oh ja. Aber gerne. Wie lege ich den auf meine Kurztaste hier? Character Tools. Enhancement. Wir hatten, glaube ich, den hier. Oder den zumindest. Ja, nehmen wir mal den. So. Los geht's. Dann geht das Ganze schon besser. Ja, deutlich besser. Jetzt. So. Sehr gut. Ach, guck mal. Wir haben doch hier schon einen Reaktor dran, ne? Ich, Schnieke, so richtig fein. Da ist ja Uranium drin, was? Warum? Warum ist der aus, oder wie? Small. Reaktor. 3 und 4. Beide an. Ah, okay. Wir müssen auch mal die Triebwerke ausmachen. So. Ah, okay. Der Reaktor verpackt es einfach nicht. Deswegen 100% die Auslastung, ne? Ja, ja. Ja, der ist total überfordert. Und den lassen wir aus. Also, den Reaktor lassen wir an. Die Triebwerke lassen wir aus. Wir wollen nämlich einfach nur... Jetzt mal Reaktor ist an. Der hier ist auch an, aber wir haben nur einer, der Output erzeugt. Aber warum? Ist im anderen nichts drin, oder was? Grün. Der hier. Rot, ja, da ist nichts drin, ich Idiot. Klar. Wieder sehr schlau von mir. So, wir nehmen hier mal die Hälfte weg. Alter, das zittert, warum? So, 4,5. Komma, kennst du nicht. Klar, dann kriegst du halt den Punkt. So. Die Hälfte raus und ballern sie hier rein. So. Und jetzt. Ah. Jetzt klappt es auch mit dem Fliegen. Oder auch nicht. So. Ne, klappt doch nicht. Schon wieder gegen den Boden geknallt. Aber sieht noch gut aus. Sehr stabil und robust. Wenn die beiden Triebwerke sind. Also Reaktoren. Ich sag immer falsch. Ich sag immer alles falsch. Die sind an. So, was ich jetzt möchte. Beide Reaktoren. Voller Output. Was frisst denn jetzt so viel? Die sind aus. Atmospheric Thrusters. Das sind alle. 1, 2, 3, 4. Die Small noch dazu. Ja, das sind alle. Sind alle aus. Gut. Die sollen ausbleiben.
Batterie 1, fully recharge, jawohl. Batterie 2, 2. Die ziehen alle Strom ab. Und wenn ich Recharge drücke, dann kriegt nur eine Batterie was. Die schaden aber ganz voll in einer Stunde. Ist okay, dann lassen wir es einfach mal so. Ja, vom Prinzip her egal. Können sie es auch aufteilen, ne? Current Output. Was erzeugt hier Output? Hier darf nichts an sein. Das ist aus. Die Antenne. Aus. Was hat die gebraucht? 2. Ah, jetzt ist der Output nur betreten. Sehr schön. So muss es sein. Den brauchen wir ja nicht fernstellen, das Teil, wenn es gerade auflädt. So, dann lassen wir den mal aufladen, ist kein Problem. Wir müssen nur schauen. Ah, wir haben noch 13%. 13% Hydro. Und ich befürchte ja. Ja, super. Ah, 13% ist gut. Ich gehe auf Nummer sicher. Wir machen einen Spaziergang. Mann, das fängt ja gut an hier auf der Erde. Aber egal. Schnell, flieh vor dem Schatten. Lauf davon. Gib alles. Gib alles, Mädel. Los geht's. Ach, Manno. Wir sind schneller als der Schatten. Kleiner Vorsprung wieder auf unser. Jetzt aber renn. Der Schatten kommt dich holen. Fast wie so ein Horrorspiel, ne? Wenn ich jetzt noch das Talent dazu hätte und die richtige Soundeffekte, würde ich jetzt hier eine dramatische Horrormusik einspielen lassen. Vielleicht mache ich das auch. Ja? Renn, der Schatten kommt dich holen. Ich glaube, so nenne ich die Folge. Ah, ja, ja, gut, dann brauche ich mich nicht wundern, dass es immer Dislikes hagelt. So, renn, renn, renn. Renn. Renn! Oh ne, jetzt gibt der Schatten aber Gas. Der schummelt. Ne. Ne. Oh, Alter, was hat der für ein Speed auf einmal drauf? Ne, 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 das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ne. Ach, schön. So, wir sind gleich da. Ich wollte einfach nur ein bisschen ja, Jetpack Power sparen, damit ich nicht hier rumfliege und kurz wahrscheinlich, um meinem Glück, kurz bevor ich hier oben bei unserem Projekt ankomme, bei unserem noch nicht fertigen, niemals fertig werdenden Gebäude, geht dann mir der Saft aus und ich knall dann irgendwo gegen Felsen. Habe ich keine Lust drauf. Deswegen machen wir einen kleinen Spaziergang. Ist ja auch mal ganz nett. Man muss ja auch mal schauen und das genießen, was die Entwickler hier eigentlich geleistet haben. Oder versucht haben zu leisten. So, wäre mir dieser Buschbaum hier aufgefallen, wenn ich immer nur den Planeten von oben betrachte, aus weiter Entfernung? Wären mir all diese Details hier aufgefallen? Ich kann da nicht seriös bleiben. So, dadurch, da hoch. Okay, ich würde sagen, jetzt ist Zeit, gib alles. Hoch, hoch. Uff, geschafft. Sehr schön, wie viel haben wir noch? Seht ihr, was ich meine? 2%, das hätte nie gereicht, wenn ich nicht gelaufen wäre. Dank des sportlichen Einsatzes unserer guten Dame hier haben wir es nochmal geschafft. Ach so, laufen können. So richtig angespannt, noch die Schulter nach oben. Ich weiß nicht, wie man elegant läuft. Aber die Hände sehen doch wirklich alles andere als locker aus, oder? Aber den Hüftschwung, den hat sie drauf. Oh yeah. Oh Gott. Ah, ja, in diesem Regenbogenanzug und Hüftschuppen, sehr schön. Passt, passt alles zueinander. So, nee, alles gut. Die Animation ist leider noch ein bisschen verbesserungswürdig. Und auch hier so. Mach die Schultern breit.
Ja. Müssen wir dran gewöhnen, wir sind nicht mehr auf dem Mond. Wir brauchen ein paar Flaschen mehr. Ein paar Flaschen, was auch immer, ne? Jetzt Wasserstoff oder Bier. Egal. Wir nehmen alles. So. Ach, Herrgott. Wo soll das alles noch enden? So, ich wollte hier irgendwie was bauen. Ja, mach mal die Türe. Was macht denn hier so Geräusch? Zieht hier ein Wind auf? Das hört es sich so an, ne? Naja. So, ich pack schon mal den hier weg. Den brauchen wir nicht mehr. Und den brauchen wir noch, ja. Das will ich gar nicht, das auch nicht, das auch nicht. Aber ich brauche davon ein paar. Und noch ein paar davon. Davon eher weniger. Mehr davon. Schau, funktional. Aber keine Batterie da. Okay. Wir können eine Batterie bauen. Machen wir noch. Aber auf jeden Fall erstmal die Tür ist fertig. Sehr schön. So, was können wir denn hier noch machen? Das sieht irgendwie so aus, als... als wäre was nicht in Ordnung, ne? Das kann so nicht angehen. Müssen wir vielleicht hier, oder ne, machen wir mal hier so. Dass man immer den Chatpack aktivieren muss. So. Und die hängt sich immer irgendwo fest, das ärgert mich so. Warte ich eigentlich nur noch drauf, dass sie gleich wieder stirbt. Irgendwo Fisch gepackt hat. Okay. Genau, das wollte ich jetzt nicht da haben, aber egal. Und so. Und den hier weg. Okay, und jetzt... ich habe ja genügend Flaschen dabei. So. So, zwei. Und dann jetzt hier so. Nee, da jetzt machen wir einen geraden Block hin. Dann nochmal so ein abgeschrägt. Zack. So. Sieht scheiße aus, ne? Egal. Wir lassen es mal so. Ne, ich finde, so schlecht sieht es jetzt gar nicht aus. Kann man das so lassen? Ja, doch, ich denke schon. Man könnte es, glaube ich, noch ein bisschen mal hier so. Oder? Ich nehme einfach mal den hier. So, ne? Ja, so sieht's noch besser aus. Denn das Schlimme, was mich auch mal ein bisschen ärgert, wenn man wirklich Material sparen will, dann muss man immer mal erst alles fertig bauen und dann das Ganze wieder wegflexen, ne? Ja, sobald ich hier anfange, was zu schweißen, das komplette Stahl schon mal drin, wo ich erst bei 30% bin. So, wenn ich jetzt mit der Flex komme, dann wird es wieder reduziert. Ja?
Okay, man muss nicht ganz fertig machen, aber man muss zumindest mal ein paar Prozent, kannst du nicht bei 4% mit anhalten, sonst, ne? Ist ja ruckzuck wieder, ist das Teil weg, deswegen. Bin immer so ein bisschen blöd. Er soll wirklich nur das reinmachen, was auch zu dem aktuellen Prozentstand auch passt. Ähnlich sozusagen wie jetzt, wenn ich es wegflexe. Ja, dann macht er ja genau das gleiche. So. Bitte nicht nach unten schauen. Gott, das wäre mal so überhaupt gar nichts für mich. Ey. Was würde ich mir hier in die Hosen packen? Nee, ich würde da gar nicht rausgehen. Nie im Leben. Nicht mal bis hier. Nicht, ja, hier vielleicht gerade noch so, aber hier, nee. Schon Ende. Da wäre schon Feierabend. Gut. So, vorschlagen würde ich, dass mir auch eine Tür hinmacht, oder? Hier haben wir eine. Und den Block noch fertig. So. Hier auch noch.